Ja, guten Tag, mein Name ist Andreas Mennecke, ich bin Geschäftsführer der eStock Informationsdienst der GmbH und Herausgeber des Börsenbriefes eStock Trends, der monatlich erscheint, aber auch von The Big Picture mit Anlagestrategien auf den Devisenmärkten, auf den Aktienmärkten und auf den Rohstoffmärkten. Wir wollen heute uns beschäftigen in eStock TV Folge 97 mit dem Thema Crazy Draghi und Crazy Flash Boys. Notenbanken bestimmen gewissermaßen und dominieren die Weltbörse. Ich begrüße Sie damit ganz herzlich zu einer neuen Folge von eStock TV. Nun, in eStock Trends, und da würde ich Ihnen doch anraten, mein Probeabo zu bestellen. 3 Ausgaben kosten ja nur 15 Euro per E-Mail, wo ich doch jetzt einige gute Hinweise, glaube ich, Ihnen hingeben konnte. Einerseits die Long-Positionen auf den DAX und den Standard & Poor's und den Nikkei, die führten ja alle im letzten Monat seit dem 12. Februar unisono alle in den Gewinn, aber auch das neue Musterdepot, was ein goldiges ist mit russischen Goldaktien. Die russischen Goldunternehmen können besonders preiswert Gold produzieren. Legte ja schon um 30% zu, dann aber auch 2 Aktien, die Ross Agro, ich mache ja auch immer eine Aktie des Monats, die ich dann besonders ausführlich herausstelle. Ross Agro ist ein Agrarunternehmen, Agrar Holding, ist schon 30%, auch durch die Sanktionen von Putin gegen im Agrarsektor gestiegen. Und die Polius Gold Solotto, die ja schon um 40% seit meiner Empfehlung im Januar gestiegen sind. Also da haben sie 30% da. Sie haben aber auch eine Möglichkeit, den RDX-Index, der russische Aktienmarkt, wird repräsentiert durch den RTS-Index, durch den MISIX-Index, durch den RTS-Index, aber auch den RDX-Index, das ist ein Wiener Kunstprodukt, der ist schon seit dem 12. Februar um 30% gestiegen. Nun, was uns in der letzten Woche besonders beschäftigt hat, war natürlich die Notenbankpolitik Europäischen Zentralbank mit den sehr eigenartigen Entscheidungen. Draghi hat mehr geliefert, als der Markt erwartet hatte, und trotzdem hatten wir sehr starke Kursreaktionen am 10. März, nämlich erst gingen die Aktienmärkte kräftig nach oben, nachdem Draghi, um das nochmal zu betonen, was er eigentlich gemacht hat, nämlich hat er die Zinsen auf 0% gesetzt. Sie lesen das nach sogar einer Bildzeitung, die raten jetzt sogar zu Aktien, was eher ein Kontraindikator ist. Also 0% Zinsen, aber warum das so dramatisch hin, vorher waren es 0,05%, also kaum ein Unterschied. Da sollte man da nicht so viel Wert drauf legen. Was sehr viel wichtiger war, ist einerseits, dass er das Anleihenprogramm von 60 auf 80 Milliarden Euro ausweitet. Auch das war erwartet worden. Aber auch dann, dass er Unternehmens- und Bankanleihen kaufen will. Und das ist für mich eher ein Alarmsignal, denn dann wird die Marktwirtschaft völlig außer Kraft gesetzt. Das ist in der Zentralverwaltungswirtschaft eine manipulierte Aktienbörse, eine manipulierte Devisenbörse, auch durch die EZB, die übrigens auch Bargeld abschaffen will. Das wird mein nächstes Thema, was ich mal ausführlicher hier thematisieren werde, was auch nicht ganz ungefährlich wird. Und dann haben wir noch einige weitere wichtige Entscheidungen in diesem Jahr gehabt und in dieser Woche gehabt. Nämlich die AfD, das war aber auch nicht anders zu erwarten, hat sehr viel zulegen können heute am Sonntag. Wir haben heute übrigens den 13. März nach den Wahlen, deswegen habe ich das mal abgewartet. Aber das war nicht anders zu erwarten. Ich vergleiche das so ein bisschen mit Trump. Trump bekommt ja auch erstaunlich viele Stimmen, aber das sind mehr Protestwähler aus der Mittelschicht, gar nicht mal die Unterschicht, auch nicht die Oberschicht, sondern aus der Mittelschicht, die unzufrieden sind mit den etablierten Parteien oder etablierten Regierungen. Also ein ähnliches Phänomen, eine Art Rechtsrutschen. Donald Trump ist ja rechts, aber es gibt noch rechtere Republikaner, die da jetzt sich zum Präsidentenwahlkampf gemeldet haben. Und es gibt hier den Rechtsrutsch in Deutschland, es gibt den Rechtsrutsch in Europa, mit in Frankreich, übrigens auch in Polen und auch sogar in Russland. Aber da merkt man es nicht so, da hat Putin immer noch 85%. Das ist nicht ganz ungefährlich für die Demokratie, was jetzt gegenwärtig passiert in Europa. Und Europa steht auch vor der Spaltung. Nun gucken Sie mal, gucken wir uns mal ganz genau die Aktienmärkte an. Und das sind wieder die Flashboys. Flashboys sind Hochfrequenzhändler, die mit großen Volumen dann über die Terminmärkte, die Kassamärkte dominieren. Die haben am Donnerstag und Freitag mal wieder zugeschlagen. Und zwar wie folgt. Der DAX hat zwar geschlossen am Freitag bei 9.890 plus
3,77%, hatte aber vorher eine Berg- und Talfahrt, auch Intraday. Und das will ich mal genau beschreiben, was da passiert war. Von 9.750, nachdem die EZB-Entscheidung kam, sagen sie, ah ja, super, er hat sogar mehr geliefert, als man erwartet hatte. Auf 10.000, fast 10.000 der DAX hoch, dann aber auch, und das ist unverständlich, durch die Hochfrequenzhelder, während der Pressekonferenz übrigens, fiel dann der DAX so 16 bis 17 Uhr von 10.000 fast 10.000 auf 9.400 Indexpunkte, 600, das ist schon fast Mini-Crash-artig, um dann wieder sich wieder ein bisschen zu erholen. Wall Street hat sich dann auch erholt, um dann am nächsten Tag, wie gesagt, am 11. wieder um 3,7% auf 9.870 zu steigen. Das sind also 850 Indexpunkte Intraday am 10. März und 470 nochmal auf der Long-Seite, dann mit Gap eröffnet sogar auf der Long-Seite. Unglaubliche Kurskapriolen am 10. infolge der EZB, aber auch infolge der Hochfrequenzhändler, die sogenannten Flashboys, die dann die Dynamik an den Future-Märkten ausgemacht haben. Der Eurostox hat ähnlich reagiert, wir es hier mit Detail nicht aufführen, aber per Saldo dann auch am Freitag 3.667. Wir haben übrigens damit höhere Kurse als noch am 9. März. Es ging erst stark rauf, dann stark noch stärker runter, dann aber auch stark rauf wieder am 11. März. So auch am Eurostox. Die amerikanischen Indizes, Europa ist ja auch ein bisschen weiter weg, haben nicht ganz so volatil reagiert. Da wird wichtiger sein, was die Fed am 17. März in der nächsten Woche machen wird. Dow Jones bei 17.213 plus 1,28% geschlossen, sodass wir davon ausgehen, dass wir wieder leicht freundliche Börsen am Montag haben. Der Nikkei-Index, aber dann auch abwartende Börsen im Verlauf, weil dann warten wieder alles auf die Notenbanken. Wir sind nun mal im Griff der und im Sog der Notenbanken, wenn man so will, der Drogenpolitik der Notenbanken. Der Nikkei-Index bei 17.160 plus 3,08%. Am Freitag übrigens gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen auch zwischen Dow Jones, der bei 17.002 ist, und Nikkei bei 17.160. China springt nicht mehr, spielt nicht mehr. Es gibt ja mehr verschiedene Themen, die dann gespielt werden an der Börse. Jetzt sind es die EZB-Entscheidung. Vorher war es China, dann war es der Ölpreis. Jetzt, wieder Notenbankpolitik. Das wechselt immer. Irgendwann wird Griechenland auch mal wieder kommen. China nicht mehr so, 2018 der Shanghai Composite Index plus 0,2%, spielt nicht mehr so groß. Moskau übrigens, der große Gewinner, seit dem 12. Februar über 30% gestiegen, die beste Trading-Börse der Welt, bleibt die Moskau-Börse gerade deswegen, und da empfehle ich auch immer Aktien, die gut performt haben, den eStock-Trends kaufen, www.eStock.de, Probeabo übrigens auch für The Big Picture. Der ETS-Index bei 845, also der ETS-Index kämpft um die Tausender-Marke, plus 2,31% am Freitag, war aber auch schon sehr viel schwächer. Intraday unter der Tausender-Marke am Donnerstag, der macht also die gleichen Kurskapriolen mit wie der DAX momentan. Der S-Index bei 845 plus 1,3% und der MISEX-Index, der übrigens in den letzten 5 Jahren gab es keinen Börsencrash, sondern nur ein Rubelcrash und ein Ölcrash. Der Euronost, weil der Euro eben so vorher so stark gefallen war, jetzt von 90 auf 77, entstand also auch Währungsgewinne seit dem 12. Februar. Wir sind jetzt bei 77,25 Euro zum Rubel, und US-Dollar war unverändert. US-Dollar bei 69,7 minus 2%. Wir haben Brentöl bei 40,36, das ist besonders wichtig für Russland, plus 0,5% am weiter Freitag unverändert fast. WTI-Öl ist auch auf der gleichen Höhe wie Brentöl, es gab es auch nicht immer, plus 1,3% am Freitag, kommt aber von 28, also um die 40% gestiegen Öl, deswegen auch Russland so stark. Gold bei 1250, im Minus wieder am Freitag, war ein Hoch schon bei 1280, jetzt bei 1250, und Silber bei 15,49, auch minus 0,7%. Der Euro-US-Dollar, auch die gleichen Kurskapriolen, erst von 1,10 auf 1,085, dann wieder hoch auf 1,12 und jetzt bei 1,11. Also da auch irrationale Entscheidungen, kann man sagen. Gazprom ist bei 3,63 Euro, war schon bei 3,8 Euro, ist also auch von 2,8 um 28% gestiegen, können Sie auch gut traden. Rossakku ist stark gestiegen. Lukoil von 24 auf 36 oder so um 50% gestiegen. Also es gibt große Chancen am russischen Aktienmarkt. Nun hatten wir wieder einen Terroranschlag in Istanbul. 27 Tote. Das wird die Börsen nicht so beeinflussen. Auch der Rechtsrutsch in Deutschland weit erwartet worden, wird wahrscheinlich auch nicht so. Aber die Fed am 16. 17. März und auch was die japanische Notenbank machen wird, die wird auch die EZB-Politik Niedrigzins- und Nullzinspolitik negativ zählen.
Grinsen fortsetzen. Ich bedanke mich sehr, dass Sie wieder zugehört haben. Empfehlen Sie mich bitte gerne weiter. Das war ISDOC TV Folge 97. Die nächste Folge dann nach der Fettentscheidung in der nächsten Woche wieder. Und wie gesagt, ISDOC Trends, da haben Sie die richtigen Signale. Die können Sie jetzt kaufen. Vielen Dank auf Wiederhören. Bis zur nächsten Aktualisierung.